Also hat sich vieles verändert, vieles verbessert auch. Trotzdem ist immer noch ein unheimliches Primat auf dem Körperlichen. Und das kann man auch ganz schön zeigen, also kann man heute auch wissenschaftlich belegen. Wir wissen alle, dass Rauchen gefährlich ist und Krebs macht. Und dass von 100 Menschen mit Bronchialkarzinom dann 95 geraucht haben und 2 noch im Nachtclub gearbeitet haben, das verwundert niemanden. Aber wenn man schaut, wie viel von 100 Rauchern bekommen denn dann wirklich ein Bronchialkarzinom, dann sind wir bei 2. Und das erstaunt doch viele, weil mit dem ganzen Wirbel, den wir darum machen, denkt man, es müssten viel mehr sein. Nun will ich nicht fürs Rauchen reden. Rauchen bleibt in vieler Hinsicht wirklich eine sehr, sehr problematische und gefährliche Geschichte. Und die Raucher haben auch noch deutlich mehr, also 10-mal so viel Magenkrebs und so weiter, von den ganzen Herz-Kreislauf-Problemen zu schweigen. Schauen wir uns mal an, wie viel von 100 Menschen, die in der zweiten Lebenshälfte ihren langjährigen Partner verlieren, ein Jahr später Krebs haben. Dann kommen wir da auf über 60. Und wenn wir das jetzt nebeneinander stellen, und da ist ja sicherlich der seelische Verlust und der Schmerz, die Trauer, das Entscheidende, also seelisches, dann haben wir im Verhältnis von Psyche zu Soma, Körper, 64 zu 2. Daran könnte man schön sehen, wie verschoben das noch ist. Und tatsächlich haben wir für die körperlichen Belange einen unglaublichen Aufwand heute. Ja, also wenn in einer Großstadt wie München jemand zusammenbricht, dann ist 7 Minuten später, spätestens der Notarzt da. Und dann gibt es Notaufnahme, Notarztwagen und Notfall-OP und weiß der Himmel, was der Hubschrauber kann kommen. Da ist unglaublich viel vorgesorgt. Wenn jemand seelische Probleme hat, was viel häufiger vorkommt, wo soll der sich hinwenden? Zur Psychiatrie? Dem bleibt Telefonseelsorge im Endeffekt. Da ist gar nicht viel. Und eine integrale Medizin, wie sie mir am Herzen liegt, die muss natürlich all diese Aspekte integrieren. Das bedeutet ja der Name. Letztlich muss sie die ganze Medizin integrieren. Und auch das Wort Ganzheitsmedizin, was heute so oft gebraucht und vielfach missbraucht wird, bedeutet die ganze Medizin. Unbedingt auch die Schulmedizin. Die gehört ja zur ganzen Medizin dazu. Und jetzt nur die Fußreflexzonen zu behandeln, nichts dagegen, damit habe ich mein Studium auch verdient. Aber das ist natürlich keine Ganzheitsmedizin, auch wenn der ganze Mensch auf der Fußsohle nochmal abgebildet ist. Integrale Medizin will integrieren. Und da gehört natürlich die Psyche dazu und Soma, also Psychosomatik. Da gehören natürlich die Säulen der Gesundheit dazu. Also das ist schon ein sehr umfassendes, integrierendes Konzept. Und etwas, was mir auch ganz wichtig ist, eben diese Brücken zu bauen zwischen körperlichen Dingen und seelischen Dingen, aber dann bis hin zu dieser spirituellen Dimension, die ja immer auch eine Rolle spielt. Wenn wir über Burnout sprechen und dann finden, da geht es um 2 große Themen, eben dem Augenblick sein und dass das, was man arbeitet, Sinn macht, dann ist die Frage natürlich bei der Sinnfindung, was ist Lebenssinn? Und da kommen wir sehr schnell in Bereiche wie Spiritualität, Religion. Also diese Brücken, die müssten wir bedenken, wenn wir Menschen helfen wollen. Die integrale Medizin sieht wirklich dieses Wort Medizin im alten Sinne. Medizin. Es geht um die Mitte. Meditation. Da ist es klar. Meditierende wollen in ihre Mitte kommen. Die Heilmittel hießen früher Remedium. Ja, zurück zur Mitte. Rescue Remedy bei den Bachblüten, da haben wir es noch. Remedy, angelsächsisch, ist ja überhaupt dieses Thema zurück zur Mitte noch im Wort vorhanden. Der Mensch ist dann heil, wenn er in seiner Mitte ruht und alles integriert hat. Und er ist unheil, wenn zu viel Unintegriertes ist, in den Schatten rutscht. Also diesbezüglich geht es darum, die Mitte zu suchen. Und Ärzte wären aus meiner Sicht, genau wie Therapeuten, immer gefragt, Menschen zurück zu ihrer Mitte zu verhelfen, ja, sie auf der Suche nach dieser Mitte zu bestärken. Und das ist natürlich auch die Suche nach dem Lebenssinn. Ja, wofür bin ich hier? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wofür bin ich hin? Hier, wofür ist das Ganze gut? Um das geht's. Früher sah man das auch mehr in der Medizin. Also Sucht war früher das Wort für Krankheit. Haben wir heute noch Reste davon? Wir sagen Gelbsucht für Hepatitis. Aber wir sagen schon nicht mehr Gelbsucht C oder A oder B. Ja, wir können jetzt schon sehen, das Wort wird irgendwann verschwinden, man wird nur noch Hepatitis sagen. Da kann man das schön, ist man das gewohnt, Hepatitis C.
Wir sagen heute manchmal noch Magersucht, aber eigentlich hauptsächlich Anorexie. Ich habe im Studium noch gelernt, Fresskotsucht. Und heute sagen wir natürlich Bulimie. Ist auch naheliegend, ne? Wenn man denkt, dass Prinzessin Diana das hatte, kann man ja schlecht von Kotzfresssucht sprechen. Aber die Tendenz ist natürlich auch da, dass wir immer weniger lautmalende Worte benutzen, immer mehr sozusagen Spezialausdrücke, lateinisch, griechisch. Die Patienten verstehen immer weniger, was wir da sagen. Und mein Großvater, auch Arzt war, der sagt noch ganz normal Schwindsucht. Das war noch irgendwie sehr deutlich. Da verschwindet jemand in Frankfurt und dann verschwindet er auch noch in Davos und dann ist er verschwunden. Schwindsucht. Wir sagen heute TBC. Wenn wir noch ein Stück zurückgehen, eine Generation, dann sprachen die noch von Bleichsucht für Anämie. Die sprachen von Wassersucht für Ödemneigung, von Fallsucht für Epilepsie. Die agitierte Psychose hieß dann Tobsucht. Wenn wir noch einen großen Schritt zurückgehen ins Mittelhochdeutsche, dass das Wort für Krankheit noch Sucht. Sud geschrieben, Sucht gesprochen. Und noch einen Schritt, dann sind wir bei Hildegard von Bingen und die sagt, es gibt 35 Süchte oder Laster, 29 übrigens davon therapiert das Fasten gut, nach ihrer Aussage, 5 nützt es nichts, 1 schadet es, der Hybris. Also alles Süchte und das Thema dahinter ist die Suche. Und das finden wir in allen möglichen Kulturen, auch wenn unsere Etymologen das noch nicht so ganz finden oder sehen können. Der Mensch ist ein Suchender und wenn er mit seiner Suche scheitert, entsteht Sucht, Krankheit. Das ist die Thematik. Und wir Therapeuten sind aufgerufen, dieses Lebensschiff wieder flott zu machen, dass die Suche wieder beginnen kann, dass er eine Chance hat, seine Mitte zu finden und dann auch in der Mitte zu ruhen. Das ist sozusagen so das ganze Umfeld, das meint integrale Medizin. Ja? Alles zu tun, alles reinzuholen, um zu dieser Mitte zu kommen. Medizin eben.